Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter zum zweiten Video am heutigen Tag. Natürlich geht es jetzt wieder um den Bereich in der nächsten Woche, um die mittelfristigen Aussichten, ein bisschen Spekulation. Und wir wollen mal schauen, was mit dem großen Kältehoch über Russland passiert, wie sich das auch für uns in der nächsten Woche dann durchaus entwickeln kann. Ja, die Mütze, ich hatte es ja gesagt vor einigen Tagen, die Kachelmann-Wettermütze habe ich bestellt, falls ja die Kälte mal nach Deutschland kommen sollte. Ja, und die Mütze hat sich verspätet. Sie sollte eigentlich schon gestern kommen. Jetzt hat irgendwie der Postbote Verspätung gehabt. Sie kommt vielleicht heute, also ich bin dann vorbereitet. Sollte es kalt werden, dann wird in nächster Zeit auch hier die Mütze wechseln. Dann ist die Kachelmann-Wettermütze am Start. Wir beginnen aber direkt, weil wir natürlich viel vorhaben, und schauen mal auf die Wetterlage zu Wochenbeginn. Es setzt sich die Lösung durch, dass das Tiefdruckgebiet über Deutschland abtropfen wird. Wir haben es im Grunde so mit einer Tief-Mitteleuropa-Situation zu tun. Das heißt, wir liegen unter schwachem Tiefdruckeinfluss. So richtig, es ist eben keine Westwetterlage. Das heißt, keine großen Niederschlagsmengen, viele Wolken insgesamt im Bereich sehr feuchter Luftmassen, wenig Bewegung drin. Es ist auch keine große Advektion von Luftmassen vorhanden. Also, dass irgendwie aus Südwesten richtig milde Luft kommt, aus Osten mit viel Wind richtig kalte. Nein, es ist so eine eingesuppte, eingefahrene Lage unter schwachem Tiefdruckeinfluss. Deswegen wollen wir uns mal einen ersten Trend anschauen. Schauen direkt mal für Montag bis Mittwoch, und wir sehen, in Sachen großer Kälte, Ostwetterlage ist da erstmal nichts in Sicht. Und zwar wird es sich so darstellen, dass wir insgesamt viele Wolken haben. Immer mal wieder kann es auch etwas regnen, Nieselregen dabei sein. Ich bin eher pessimistisch, was längere sonnige Abschnitte betrifft, denn die Luftmasse ist doch sehr feucht mit diesem Tiefdruckgebiet, was dann über uns liegt. Wir schauen uns dazu mal an die Niederschlagsmengen, wie das Ganze aussieht dann bis einschließlich nächsten Mittwoch. Also für die nächsten 7 Tage in etwa, hatte jemand gestern auch nachgefragt. Wir sehen zum einen mal das ECMWF-Wettermodell für die nächsten 7 Tage jetzt in etwa, beziehungsweise 6 Tage. Dann habe ich noch unser Multimodell herausgesucht. Das ist so ein Mix aus verschiedenen Wettermodellen. Ja, und wir sehen schon, große Niederschlagsmengen sind überwiegend nicht zu erwarten. Es kann vor allem mal nach Westen und Nordwesten auch mal über 15 Liter Regen pro Quadratmeter geben. Je weiter man vor allem so nach Osten kommt, desto geringer werden die Niederschlagsmengen ausfallen. Also so eine richtig suppige Herbstwetterlage. Kommen wir jetzt natürlich zum weiteren Bereich. Was zeigen heute Morgen die Wettermodelle? Wie geht es dann in der nächsten Woche wohl weiter? Ja, schauen wir mal auf das ECMWF-Wettermodell von heute Morgen. Und zwar, es kommt so ein bisschen eine Änderung heute Morgen in die Modelle rein. So eine leichte Tendenz ist zu sehen. Die will ich jetzt mal ein bisschen erläutern. Und zwar, das ECMWF betont heute Morgen doch weiterhin recht ordentlich, dass der Hochdruck sich ausweiten soll Richtung Skandinavien. Aber was die Änderung heute Morgen ist, dass immer mehr die südöstliche Strömung bevorsteht. Wird. Wir liegen ja im Grunde zwischen dem Hochdruckzentrum, was weiterhin so über dem Nordwesten Russlands liegt, und diesem Hochdruck, der sich wohl auch Richtung Skandinavien ausweitet. Gleichzeitig Gegenspieler sind die Tiefdruckgebiete über Süd- und Südwesteuropa, und die werden etwas mehr betont. Das heißt, es kommt wohl eher eine südöstliche statt eine östliche Strömung erstmal auf. Die ist nicht super mild, aber eben auch nicht winterlich eisig kalt. Wenn wir uns dazu mal das US-Wettermodell von heute Morgen anschauen, das hat den Hochdruck über Skandinavien sogar noch weniger betont. Da würde noch ein Höhentief über Nordosteuropa liegen. Ja, und auch dort eben, vor allem nach Osten und Norden hin, Nordosten, wäre es insgesamt zwar kälter, aber insgesamt eben jetzt noch nicht die super Winterluft, noch nicht die super eisige Luft. Das heißt, wir können im Grunde erstmal festhalten, im absehbaren Bereich, wo man so wirklich auch mal ein bisschen was erkennen kann, ist erstmal keine eisige Luft in Sicht. Das heißt, am Rande dieses Hochs wird uns wohl erstmal keine eisige Luft erreichen. Dann im weiteren Verlauf gibt es natürlich spannende Karten. Ich schiebe jetzt mal kurz ein, es gab ja auch ein paar Kommentare unter den Videos hier immer, ja, das US-Wettermodell GFS mit seinem Glaskugelbereich. Immer wieder tauchen da solche Lösungen auf. Ich habe einfach mal eine herausgesucht. Es war in den vergangenen Berechnungen immer wieder, dass diese eisige Ostwetterlage dann in der Glaskugel berechnet wird. Ich kann nur sagen, das ändert sich viel zu oft. Das ist absolute Glaskugelspekulation, und diese einzelnen Hauptläufe sich herauszupicken, das macht wenig Sinn. Aber wir sehen schon, natürlich ist da vielleicht was im Busch.
dass uns im Dezember dann auch wirklich von dem eisigen Kälteblock im Nordosten Richtung Russland dann wirklich ja die Russenpeitsche erreichen wird. Wir wollen uns das Ganze ein bisschen anders anschauen. Und zwar, jetzt habe ich mal andere Karten herausgesucht. Blicken wir dann mal Anfang Dezember hier mal ganz groß auf, ja, im Grunde, wir sehen hier auf der Karte zur Orientierung einmal Afrika haben wir. Dann haben wir hier unten natürlich, sieht man Australien. Indien ist auch ganz gut zu sehen. Und wir Deutschland bzw. Europa hier am nordwestlichen Kartenrand. Ja, und das ist eben die Luftdruckkarte. Und jetzt beachtet man mal dieses unglaublich riesig ausgedehnte Hochdruckgebiet, was eben hier dann, ja, vom nordwestlichen Kartenrand, das ist eben so Nordosteuropa, bis rüber reicht, dann über komplett Russland, teilweise bis nach China, Ausdehnung des Hochdruckgebiets, teilweise über 4000 Kilometer. Und wir sehen schon beim Blick hier mal so auf die, ja, Weltkarte, sage ich jetzt mal, wie riesig dieses Druckgebilde ist. Und das sehen eben das ECMWF und das GFS. Wettermodell. Und die Frage wird natürlich sein, Details, weitet es sich bis nach Skandinavien stark aus oder sogar bis auf den Atlantik und gelangen wir auch in den Bereich dieses Kältehochs bzw. am Rande in diese östliche Strömung. Und dazu will ich jetzt mal die Temperaturabweichung zeigen, denn auch die sind interessant. Man beachte jetzt nochmal, wo dieses Hochdruckgebiet liegt und jetzt die Abweichung vom Klimamittel im Bereich dieses Hochdruckgebiets, auch ein riesiger, tausende Kilometer langer Bereich, der im Bereich dieses Kältehochs dann deutlich unterdurchschnittliche Temperaturen hat, deutlich zu kalt für die Jahreszeit. Gleichzeitig aber mal etwas nördlicher schauen, ganz oben am nördlichen Kartenrand Richtung Polarkreis, nördlich vom Polarkreis und Richtung Arktis, dort deutlich positive Abweichung, also schon eine äußerst interessante Entwicklung. Also da ist schon ordentlich was los, das wird noch interessant werden bezüglich Dezember auch bei uns. Was ich jetzt nochmal zeigen will, das ist jetzt die Entwicklung aus dem ECMWF-Wettermodell, wie sich das Mittel darstellt. Und zwar, das wollte ich eigentlich eben noch reinschieben, wir sehen auch nach den Mittelkarten, wie ich eben gesagt hatte, es wird ein bisschen mehr priorisiert jetzt, dass Anfang Dezember eher erstmal die südöstliche Strömung ein Thema wird. Und die ist eben nicht besonders eisig. Wir sehen das hier nochmal auf dieser Mittelkarte, dass eben weiterhin eher diese Tiefdruckzone über Südwest und Südeuropa wahrscheinlich ein bisschen mehr mitspielen wird und eben keine östliche Strömung in Gang kommt. Das heißt, die richtig eisige Kälte erstmal östlich von uns bleibt, was viele wahrscheinlich auch eher bevorzugen würden bezüglich Heizen und den Gaskosten bzw. den Energiepreisen. So, das wollte ich noch kurz einschieben. Jetzt habe ich nochmal eine interessante Animation erstellt. Und zwar ist das die Wahrscheinlichkeit für Temperaturen unter 0 Grad für die erste Dezemberwoche. Das ist auch wieder gemittelt aus dem ECMWF Ensembles hier und wir sehen die Wahrscheinlichkeit im Prozent für Frost. Man sieht immer so ein bisschen ein Aufflackern so nach Europa rein und das ist eben natürlich, dass es eben nachts die Wahrscheinlichkeit höher ist als tagsüber, dass es Dauerfrost gibt. Was wir aber sehen, dass es immer grüner wird, das heißt die Wahrscheinlichkeiten für Frost und durchaus eben auch mal für Dauerfrost, heißt tagsüber auch unter Null, ansteigen im Verlauf der ersten Dezemberwoche. Also es rechnen doch mehrere Lösungen damit, dass uns schrittweise in der ersten Dezemberwoche immer kältere Luft aus Osten bzw. Südosten dann erreichen kann. Man sieht eben schon, wie diese Wahrscheinlichkeiten bzw. diese grünen Gebiete zunehmen, durchaus eben auch sogar westlich von uns. Das ist ja schon ein kleines Zeichen dann auch für eine östliche Strömung, dass teilweise auch nach Frankreich, britische Inseln, das so ein bisschen aufflackert und die Wahrscheinlichkeit sich durchaus erhöhen, dass es eben frostig wird. Also ein kalter Trend für die erste Dezemberwoche dann zunehmend ist doch zumindest ein bisschen zu erkennen. Ob es allerdings wirklich richtig eisig wird, da steht, ich sag's nochmal, absolut in den Sternen, egal was irgendwelche Berechnungen in der Glaskugel da noch zeigen. Ich will das Ganze zeigen, ist auch das Stichwort, nochmal hier für den Osten Deutschlands, der am nächsten an der Kälte dann auch dran ist. Und wir sehen hier in den 50 Lösungen zunächst mal so 1. bis 3. Dezember, das ist jetzt die erste Dezemberwoche, ist das Ganze relativ eingetütet. Wir sehen, es ist nicht besonders mild. Die Temperaturen, Höchstwerte liegen so nach den meisten Lösungen etwas über 0 Grad, maximal so um die 5 Grad im Osten Deutschlands. Dann nimmt die Bandbreite im Verlauf der zweiten Wochenhälfte dann so, wenn wir
4., 5., 6., 7. Dezember gehen, nimmt die Bandbreite deutlich zu. Es kommen dann auch zunehmend eisige Lösungen ins Spiel. Man sieht, es sacken einige Linien deutlich ab. Es kommen eisige Lösungen ins Spiel, aber wie kalt es dann wirklich wird, mildere Lösungen, richtig milde Lösungen sind nicht vorhanden, aber wie kalt es wirklich wird, das steht einfach absolut in den Sternen, muss man sagen. Und erstmal so ein bisschen Verschieberitis, das heißt eben auf absehbare Zeit jetzt erstmal innerhalb der nächsten 7 Tage wohl keine Eisluft in Sicht. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Abonniert einfach unseren Kanal. Wir halten euch auf dem Laufenden auch in den nächsten Tagen. Bis dann und ciao.